Für mich heißt Jungenarbeit, einen bestimmten Blickwinkel zu haben, Jungen im Blick zu haben. Und das finde ich einfach wichtig, dass es da Fachkräfte gibt, die das tun, weil Jungen häufig mit einem sehr einseitigen, häufig stereotypen, häufig momentan defizitären Blick gesehen werden und ich da gerne was dagegen setzen würde. Konkret auf die Kita bezogen heißt das für mich, ich würde hier in meinem Arbeitsfeld sagen, ich habe eher den Geschlechterblick. Ich habe den Blick auf die Jungen und Mädchen, weil das für mich irgendwie zwangsläufig ist, wenn ich schaue, was machen die Jungen, wie kann ich den Jungen zu einem gesunden Aufwachsen verhelfen. Für mich genauso auch die Mädchen dazugehören. Wir sind die andere Seite der Medaille. Wir haben eine Werkbank, wo relativ viele Jungen sind. Unser Hausmeister da jetzt immer mal schaut, wie er was unterstützen kann, dass sie auch eine Anleitung haben. Aber natürlich im Umkehrschluss genauso den Mädchen anbietet, zu sagen, ihr könnt da, ihr seid auch an der Werkbank, was auch der Fall ist. Ne? Also da die Palette möglichst breit zu machen, zu schauen, wo sind die Jungen gerade, was können wir tun, um das, was sie beschäftigt, aufzugreifen, ist für mich sowieso ein elementarpädagogischer Ansatz. Ne? Wir arbeiten nach einem situationsorientierten Ansatz, zu gucken, was machen die Kinder gerade, wo sind ihre Interessen, wie kann ich das umsetzen, wie kann ich da als Pädagoge vielleicht Impulse geben, wie kann ich sie begleiten. Und ganz wichtig in meiner Rolle als Mann in der Kita ist, die Vorbildwirkung zu zeigen, dass Männer auch alle Facetten des Emotionenzeigens haben können, des sich Kümmerns haben können. Also dass ich natürlich genauso in der Krippe mit die Windeln wechsle, dass ich genauso Kinder tröste, wenn sie sich verletzt haben, dass ich genauso Kinder in den Arm nehme, ihnen aufmerksam zuhöre, wenn irgendwas ist. Und einfach als männliches Rollenvorbild so präsent bin. Die Frage heißt ja, was kann Jungenarbeit in der Kita bedeuten? Ich habe vorhin das Vorbild angesprochen. Ich bin bewusst auch mal provokant in dem, was ich mache, indem ich zum Beispiel wenn wir irgendwelche Aufführungen haben, als Pechmarie agiere oder häufig mal ein T-Shirt anhabe in rosa, was jetzt nicht Männern und Jungen zugeschrieben wird. Es ist kein kreischendes Pink, sondern es ist okay, also auch so, dass ich mich noch wohlfühle darin. Aber um einfach auch Akzente zu setzen und bewusst Debatten anzuregen, was die Farben angeht zum Beispiel, höre ich häufig von den Jungen, das ist eine Mädchenfarbe. Und da ist schon mein Part, dann konkret einfach nochmal dazwischen zu gehen und zu sagen, also ich finde, man kann alles anziehen, was einem gefällt. Und ich finde nicht, dass Rot jetzt nur die Mädchen anziehen dürfen und die Jungen nur blau. Und da bin ich schon gerne aktiv dabei. Wo ich mich als in der Kita als Jungenarbeiter sehe, ist ein Stückchen schon Partei zu ergreifen. Für die Jungen, ich würde noch nicht mal sagen gegen die Mädchen, aber manchmal gegen die Kollegin klingt auch blöd, aber ich sage es jetzt einfach trotzdem mal so. Dinge zu hinterfragen, die Jungen tun, zum Beispiel wenn ständig geschubst und gekämpft wird, nicht zu sagen, hört jetzt auf mit Kämpfen, sondern zu sagen, okay, wir leiten das in den Rahmen, wir machen mal eine Tobe- und Raufrunde draus. Und so sind so kleine Dinge, die wir hier anticken können, womit wir schauen, einfach eine Perspektive und eine Bandbreite der Entwicklung von Jungen und Mädchen aufzuzeigen.